Achtung, Bürger von Dunwall. Thaddeus Campbell, der frühere Oberaufseher, ist kein Bürger von Dunwall mehr. Er trägt nun das Zeichen des Ketzers. Und nach einer der ältesten Traditionen des Jedermannsordens macht sich jeder, der ihm Hilfe oder Unterkunft gewährt, einer Straftat schuldig. In dieser Zeit der spirituellen Krise haben die Aufseher das Festmahl der bemalten Kessel ausgerufen, bis ein neuer Oberaufseher bestimmt wird. Hey, du bist der, nach dem ich suche. Slackjaw will mit dir reden. Ist er das? Ja, das ist er. Hey, wir haben eine Botschaft von Slackjaw. Er will reden, in der Destillerie. Ist da drin nicht mehr lange aus. Haben Sie davon, wenn Sie was aus der Destillerie klauen? Das vergiftete Elixier ist... Langsam, langsam. Du brauchst nur einen Schluck. Hast du nicht gehört? Slackjaw hebt sich das gute Zeug selbst auf. Für uns verdünnt er den Rest. Ein Teil Elixier, drei Teile Wasser. Ach, das macht das Schlucken leichter.
Ich riskiere nicht, die Seuche zu bekommen. Ring bis zum Letzten, das ist mein Motto. Verschwinde, Idiot! Da haben wir einen Verbrecher, wenn ich dich so ansehe. Ein Verbrecher, für den ich vielleicht Arbeit habe. Jemand hat den Brautank mit der Seuche infiziert. Die Hälfte meiner Männer sind Weiner. Hab drei in der Destillerie gefangen. Der Rest treibt sich auf der Straße rum. Da dem so ist, fehlt es mir jetzt an ein paar fähigen Leuten. Und so habe ich jetzt vielleicht was für dich zu tun. So wie ich es sehe, lohnt es sich nicht, hier jemanden umzubringen. Bis auf die zwei Pendletons in der Golden Cat. Hab recht, oder? Siehste, Slackjaw kennt sich aus. Die Jungs sind Zwillinge. Reich, gemein und komisch. Schlimmer als die üblichen reichen Säcke. Haben sich schon eine Weile bedeckt gehalten, weiß nicht warum. Aber heute Nacht ist die Golden Cat besonders gut bewacht. Besondere Gäste und so. Und du willst da rein in dieser Aufmachung und die Pendleton-Brüder umbringen? Hab vielleicht eine bessere Methode dafür. Wenn du mir einen Gefallen tust, verstanden? Jemand, aber ich weiß nicht wer, tötet meine Männer, wildert in meinem Revier, klaut meine Sachen. Könnte ein Typ namens Galvani sein. Hab meinen besten Mann geschickt, um das zu prüfen, aber er ist verschwunden. Und jetzt brauche ich einen, der guckt, was mit ihm passiert ist. Geh zu dem Haus von diesem Galvani. Er lebt ganz in der Nähe beim Clavering Boulevard. Wenn du das machst, zeige ich dir einen besseren Weg in die Golden Cat. Hmm.